Eitel Sonnenschein und 24 Grad am Bornheimer Hang. Und das passt auch zu einem tollen Anlass. Der FSV Frankfurt und dessen Trainer Tim Görner empfangen den Zweitplatzierten der Regionalliga Südwest, den TSV Steinbach-Haiger und dessen Trainer Pascal Bieler. Wir erwarten ein ganz, ganz enges und spannendes Spiel. Zu Beginn der Partie lassen wir erstmal die Stimmung sprechen. Los, Schiedsrichter der Partie Patrick Haustein, die Gastgeber von rechts nach links in Blau, die Gäste in Rot. Erste Aktion gehört den Frankfurtern. In der Mitte startet Peters durch, Ball kommt aber nicht zu ihm. Gästekeeper Scholz auf dem Posten. Haiger ja nur um einen Punkt die Meisterschaft verpasst in der Regionalliga. Hier sieht man warum. Die Gäste melden auch Ansprüche an. Strammer Schuss. Hahnen im Kasten des FSV ist da. Doch der ehemalige Zweitligist aus Frankfurt gibt weiter Gas. Das ist wieder Peters und das ist ein ganz strammer Schuss. Aluminium rettet. Für Steinbach-Haiger. Die Fans des FSV natürlich gut drauf. Es ist mit das Spiel des Jahres für die Herren in Blau. Aber dann kommen wieder die Männer aus dem Land. Dillkreis, zentrale Position. Und da fehlen wirklich nur Zentimeter. Starker Abschluss von Gütschlü. Hahnen wäre da nicht mehr dran gekommen. Dann eine ruhigere Phase im Spiel. Scholz mit dem Leder und dann dieser Fauxpas. Und Peters ist da, krönt seine starke erste Halbzeit mit dem Tor. Scholz natürlich bedient und der Turn- und Sportverein dann auch mit Wut im Bauch. Kurz vor der Pause, Eismann, der Abschluss allerdings zu zentral. Und dann gehen wir schon in die Kabine, sehr, sehr enge erste Halbzeit. Nichts anderes erwarten wir im zweiten Durchgang. Und da gibt Haiger wieder Gas und dann dieser Freistoß. Gute Position, exzellent geschossen, der Ausgleich. Paul Stock in der 49. Spielminute. Da kann man auch einfach mal nur mit der Zunge schnalzen. Tolles Tor. Dann wird die Partie noch wilder, beide Mannschaften drücken. Die Herren in Rot in dieser Phase mit den besseren Chancen. Korte hier mit einem etwas zu ungenauen Abschluss. Dann wieder über Eismann. Und der mit diesem super Lob und dann diese absolut krass gute Annahme. Und auch das hier ein absolutes Traumtor von Kircher. Steinbach-Haiger in der 56. Minute vorne. Auch wirklich toll, wie die Fans mitjubeln. Und dann sucht tatsächlich der Gast aus dem Land Dillkreis die Entscheidung. Und Frankfurt kommt in dieser Phase wenig. Doch das ändert sich dann. Eckstoß für die Gastgeber und dann ist der Ball im Netz, aber Schiedsrichter Patrick Haustein
hat einen zu vehementen Einsatz gesehen. Ganz, ganz schwierig aufzulösen. Für mich nicht zu erkennen, was er hier gesehen hat. Doch Frankfurt steckt nicht auf. Riesenchance. Schon kurz vor Schluss wieder Peters mit dem Abschluss. Dann rennt dem FSV langsam die Zeit davon, aber dann diese Aktion und der Ausgleich. Die PSD Bank Arena explodiert. Del Vecchio mit dem Mute der Verzweiflung hämmert er ihn rein. Gästeabwehr sieht nicht gut aus. Und dann steht hier Remis. Und dann nochmal der FSV. Sanomiya mit diesem bockstarken Solo. Raus auf Hirst. Der kann den Ball aber nicht mehr reinbringen. Dann gehen wir tatsächlich direkt ins Elfmeterschießen. Bieler stimmt seine Mannen nochmal ein, genauso Görner. Wer will, wer übernimmt Verantwortung? Als erstes ist es Knote. Knote gegen Scholz. Die Führung für den FSV. Und dann Breitfelder. Breitfelder schießt, Hahn den hält. Die Gastgeber vorne. In der Folge zeigt keiner Nerven. Starke Elfmeter, die allesamt verwandelt werden, genüsslich oder brachial. So auch hier von Gütschlü oder hier von Hirst. Frankfurt bleibt kontinuierlich vorne. Und dann ist es der entscheidende Elfmeter. Peters läuft an und netzt ein. Der FSV Frankfurt gewinnt den hessischen Landespokal. Die Jubelbilder sprechen für sich. Tolle Szenen aus der größten Stadt Hessens. Für weitere Highlights aus den Pokalfinals abonniert unser Kanal hier, KickTV.